Die Freiwillige Feuerwehr in Hohenbocker. Momentan ist alles ganz entspannt. Auch wenn nebenan Küchendienst angesagt ist. Das gehört bei der 24-Stunden-Aktion der Jugendfeuerwehr eben auch dazu. 15 Kinder sind heute dabei und sollen jede Menge lernen. Dass die Kinder und Jugendlichen die Gefahren und Risiken von der Freiwilligen Feuerwehr kennenlernen. Wie zum Beispiel, wir hatten unseren ersten Einsatz jetzt schon gehabt, der war gleich früh 8:30 bei Quarzwerke, da war es ein großer Gebäudebrand. Das haben wir gleich mit einer ordentlichen Brandübung begonnen. Dann gab es eine vermisste Person zu finden in der Buckschen Schweiz. Ja, wir beziehen halt das ganze Dorf mit ein. Und jetzt aktuell ist gerade ein kleines bisschen Ruhe, mal mit einer Kaffeepause. Aber man weiß aber nie, wann der Pieper geht und wann die Sirene angeht. Könnt ihr einfach mitkommen und schaut es euch an. Gesagt, getan. Drinnen ist gerade Einsatzbesprechung. 10 Kameraden betreuen die jungen Feuerwehrleute während der Aktion. Und dann kommt er auch schon, der nächste Einsatz. Brandeinsatz. Wald groß. Hohenbocker Heidelandstraße. HLF TSFW ELW. Die Ruhe vorbei. Jetzt heißt es, ab in die Fahrzeuge und mit Blaulicht und Sirene zum Einsatzort. Das Anlegen der Atemschutzausrüstung, das Kuppeln der Schläuche, der Umgang mit dem Strahlrohr, die Erfahrung, wie das Feuer beim Löschen reagiert. All das will und muss geübt sein. Die Betreuer geben den jungen Kameraden immer wieder wichtige Hinweise. Bürgermeister Roland Schmidt und sein Enkelsohn Kolja sind heute als Zuschauer dabei, verfolgen den Einsatz mit Interesse, aber auch mit Stolz. Man hat es ja jetzt gerade gesehen, in der Praxis etwas auszuprobieren, was man ein Jahr lang mittwochs immer theoretisch und praktisch übt, dann hier zu sehen, das ist natürlich ein großes Highlight. Und wenn man sieht, die Einsatzkräfte, die hier sind, die haben vor 10 Jahren das Gleiche gemacht. Und sind jetzt voll im Geschäft drin. Also absolut spitze. Inzwischen beginnen die Aufräumarbeiten. Nachlöschen und Brandwache stehen auch noch an. Und dann? Ja, wir nutzen natürlich dann hier für eine Einsatznachbesprechung die Zeit, dass unser Einsatzleiter den Kindern alles vermitteln kann, auch noch mal erklären kann, was jetzt vielleicht nicht so gut war. Oder nicht so gut funktioniert hat. Und dann geht's zurück ins Depot. Was wartet denn noch auf die Jungen und Mädchen bis morgen früh? Ja, ich kann es ja jetzt mal ganz heimlich so sagen. Sie haben noch heute einen ganz großen Gebäudebrand. Da nehmen wir einen ganz großen Raum ein, wo unsere Kinder 3 vermisste Personen im Raum total verraucht retten müssen. Und da ist auch die Herausforderung, dass man 0 Sicht hat im Raum. Und dann ist Nachtruhe und morgen früh, 6 Uhr, machen wir auch noch einen Einsatz. Da machen wir so eine kleine Unwetterlage, was ja immer mehr wird für die Feuerwehren. Dachziegel vom Haus gestürzt und Bäume umgefallen, wo es dann heißt, wir müssen die Straßenwege freimachen für Bürger. Denn auch bei Naturkatastrophen und Unfällen sind die Kameraden der Feuerwehren immer im Einsatz. Auch wenn es wieder heißt... Brandeinsatz. Wald groß. Hohenbocker Heidelandstraße. HLF TSFW ELW.